So ein Teller mit den frisch zubereiteten Nudeln schaut ja nicht nur super lecker aus, sondern schmeckt einfach himmlisch. Doch bis man die Nudel essen kann, ist es ein weiter Weg und den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Herzlich willkommen in der Finkensteiner Nudelfabrik. Mein Name ist Katharina Kröger-Salbrechter und führe mit meinem Mann in fünfter Generation die älteste Nudelfabrik Österreichs. Unsere Tradition begann 1882 in Bozen. Ab 1905 wurden die Teigwaren in Gödersdorf produziert. Seit 2006 beliefern wir auch das Marktcafé, wo Sie unsere Teigwaren vor Ort in allen Variationen genießen können. Nun möchte ich Sie auf eine kleine Rundreise durch unsere Nudelwelt einladen. Für die richtig guten Finkensteiner Nudel brauchen wir natürlich Wasser. Weiters den Hartweizen, der ihr Hauptbestandteil des Teiges ist. Und der wird immer frisch angeliefert. So wie die Eier aus Bodenhaltung, natürlich aus der Region. Aber auch hier heißt es, ab durch die Qualitätskontrolle. Nach bestandener Prüfung werden die Zutaten in einem Bottich zusammengeführt, gemischt und geknetet. Mit einer Schnecke geht es dann zur Matrize weiter, wo die Nudel ihre Form bekommt. Und dabei wird der Teig mit ca. 90 bar Druck in die Form gepresst und je nach Nudelart in der Länge entsprechend abgetrennt. So entstehen immerhin an die 120 Nudelarten im Haus. Bei den Spaghetti wird aber noch selbst Hand angelegt. Wenn die Nudel aus der Presse kommt, werden sie per Hand auf das richtige Maß zugeschnitten und auf Holzstäbe geschlichtet. Nun kann man schon die ersten Nudeln erkennen, aber viel Erholung bleibt den Nudeln nicht, denn jetzt geht es schon auf die nächste Reise, nämlich zum Schüttelvortrockner. Dort werden die frischen und noch weichen Nudeln geschüttelt und bei 72 Grad vorgetrocknet, damit diese nicht zusammenkleben. Bei den Spaghetti ist dies anders, die kommen von der Stange direkt in die Trockenanlage. Jetzt sind die Nudeln zwar schon etwas härter, aber immer noch nass. Deswegen geht es jetzt in den Haupttrockner, wo sie je nach Nudelart bis zu 12 Stunden fertig trocknen. Nach der Trockenphase wird der Trockner entleert und die Nudeln kommen in Papierfässer, wo sie die Resttemperatur und Restfeuchte abgeben. Dadurch wird das Zusammenkleben der Nudeln erneut verhindert. Wenn die Nudeln abgekühlt sind, kommen Sie von den Papierfässern wieder auf ein Förderband, wo Sie eine Etage tiefer gewogen, verpackt und etikettiert werden. Je nach Nudelsorte die richtige Verpackung und ganz wichtig der Strichcode, damit jeder nachverfolgen kann, woher die Zutaten stammen, wann die Nudeln produziert worden sind sowie das Mindestverbrauchsdatum. Es letztmalig noch eine Überprüfung der Ware. Wie Sie sich sicherlich vorstellen können, so eine Nudelfabrik braucht auch eine Menge Energie und da ist man besonders stolz, dass man ein eigenes Kraftwerk hat, sodass die gesamte Produktion autark im Sinne der Nachhaltigkeit funktioniert. Und wenn Sie es jetzt nicht mehr abwarten können, in die frischen Nudelvariationen zu beißen, dann treten Sie ein in das angeschlossene, gemütliche und idyllische Marktcafé in Gödersdorf. Täglich stehen im Marktcafé frische und vor allem mit Liebe zubereitete Nudelvariationen auf der Speisekarte. In unserem Feinkostladen kann man aber nicht nur Nudelwaren aus der gut bekannten Finkensteiner Nudelfabrik kaufen, sondern auch viele Produkte wie Olivenöl, Gewürze, Tees, Schokolade, Körbe, hausgemachte Sugi und Besti. Alles weitere finden Sie auf unserer Homepage www.finkensteiner-nudelfabrik.com und marktcafé-baster.at.
In diesem Sinne, lassen Sie es sich schmecken. Mahlzeit.